das Ganze einmal abspeichern und dann kann ich das gleich benutzen. Wie heißt das hier? Wo sind wir? Bei Geo. So. So kann man das dann nämlich dann auch auf der Textur machen, dass man sich halt hier die Textur reinlädt, neue Ebene, dann aufmalt, was man haben möchte, so ein bisschen auf die Ränder aufpassen und sich dann hier einfach seine eigene Textur erstellt, die man dann benutzen möchte. Und jetzt kann ich die einfach hier in der Shell einstöpseln. Interface unter Opacity. Ich hier schon. Ja. So. Und schon habe ich jetzt hier theoretisch eine Maske, die halt mein. Mein Gemaltes enthält. Ein bisschen schwieriger als sonst ist es natürlich dadurch, dass ich hier einen anderen Shader drauf liegen habe. Das muss man dann anpassen, gegebenenfalls. Da muss man dann mal schauen, wie man das am besten hinkriegt. So, wenn ich jetzt hier den. Das ist ein bisschen doof hier. Den Torso ausblende. Obwohl, nee, das geht. Es leuchtet ja genauso. Das vergesst, was ich gesagt habe. Ich brabbel gerade. So, Ohren sind auch noch weg und die Lippen sind auch noch weg. So. Und dann könnte ich theoretisch, was ich ja jetzt die ganze Zeit gemacht habe, einfach noch mal die Bumpmap vernünftig einstöpseln. Da kann ich in dem Fall kann ich auch meine Textur wieder benutzen. Ansonsten muss man sich halt noch eine Bumpmap erstellen. Ach, Brummelbart, das ist alles Gewöhnungssache. Das würdest du auch hinkriegen. Wie gesagt, es ist ja, du musst es ja nicht. Du hast ja das tolle Programm, was ich gern hätte und kannst damit arbeiten und bist es auch gewohnt, damit zu arbeiten. Und dann ist es ein ganz anderer Arbeitsweg, den du da begehst. Aber wie gesagt, es ginge auch. So. Und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Schöne ist halt hier, je mehr du jetzt den Shader noch bearbeitest, du kannst halt auch richtig so Masken draufsetzen. Ne? Wenn du jetzt hier venezianischen Frühling, hätte ich jetzt beinahe gesagt, venezianischen Karneval hast, kannst du halt auch mit dieser Shell einfach mal Masken aufmalen. Wenn die jetzt nicht so super detailliert sein müssen mit Absätzen und das, ob du die Surface. Ja, es kommt drauf an, was da für ein Shader drauf liegt. Wenn du jetzt aus der Basis heraus sagst, hier, ich gehe jetzt hier auf Opacity und hau das alles raus, habe ich vorhin auch gemacht, das ging. Du musst nur aufpassen, wenn du jetzt schon verschiedene Shader drauf hast. Oder ich glaube auch bei einigen Glas-Shadern, die reagieren nämlich auf diesen Opacity-Regler nicht mehr. Das hängt halt vom Shader ab. Es gibt ein paar Shader, die dann trotzdem noch anfangen zu reflektieren. Dann hast du auf einmal so ein Glanzeffekt da drauf. Musst du mal ausprobieren. Wie gesagt, grundsätzlich sollte es gehen. Weil du ja auch hier einfach mit Opacity die Bereiche ausblendest, die du nicht sehen willst. Also müsste eigentlich auch ein ganzer Bereich, den du nicht sehen willst, gehen. Aber es kann halt sein, dass dir da ein Shader dazwischen funkt. Einfach mal testen. Wie gesagt, grundsätzlich sollte das funktionieren. So. Ach du Brummelbart. Mach dir da gar keinen Kopf. Ich kann mir auch ganz vieles nicht vorstellen, was du machst in deinem Bereich. Und das ist, wie gesagt, das ist alles Lernsache. Ne? Auch so diese ganzen Modellierprogramme und sowas. Ne? Der eine mag das, der andere mag das. Sagt, oh hier, ich komme mit dem überhaupt nicht klar. Man muss es üben. Und dann funktioniert das auch. Warum sagt mir keiner, dass ich hier den Wert nicht reingetragen habe?
Ach Mensch, was wollte ich jetzt noch? Jetzt habe ich es vergessen. Das macht nichts, ist nicht schlimm. Richtig, das kann es auch sein. Irgendwas war da, dass das nicht funktionierte manchmal. Dass es manche Schäden gibt, die. Halleluja! Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Also, das sieht total cool aus hier. Aber ich wollte eigentlich testen, ob ich es auch zum Leuchten bringen kann. So. Das war nämlich jetzt so das, was mich noch gerade interessierte. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel eine Kugel hat mit einer Shell drauf, dann kannst du dir eine schöne Kugel machen und hast da deine Shell und das leuchtet natürlich im Hellen nicht. Du kannst das zum Beleuchten benutzen. Weil wenn du jetzt, ne, wenn ich jetzt meine Ornamente auf die Kugel schmeiße und die mit Emissive bearbeite, dann müsste das ja eigentlich einen total schönen Lichteffekt geben. Stelle ich mir vor. Boah, bin ich doof. Entschuldigung. So, da müssen wir hin. Wir müssen 10 Only Licht haben. Und bei den Emissive muss, glaube ich, ein bisschen mehr Licht rein. So, wollen wir gucken. Oh ja, Sci-Fi lässt grüßen. Wir können auch leuchten. Und ich glaube, das könnte richtig gut aussehen. Wenn man jetzt so ein paar Kugeln hat. Ich glaube, da gibt es so ein Produkt von Fabiana. Die hat das so letztens gemacht mit Kugeln, die leuchten und Sphären, die leuchten und sowas. Sphären und Kugeln sind dasselbe. Also ich meinte eigentlich Zylinder. Aber das dann selber zu machen, yay. Ich glaube, das könnte cool werden. So, aber irgendwas ist hier noch an. Ich glaube ja nicht, dass der so schön leuchten kann von sich aus. Wie hieß das? Headlamp. Eine runde Kugelsphäre, ja. Weiß doch, was ich sagen will, Mensch. Nicht immer so kleinlich sein am späten Abend. Ich hatte wirklich noch ein Headlamp an. Ach, ich finde das schön hier. So. So, machen wir die 40 Watt Birne an. Ja, aber ich glaube, da kann man wirklich tolle Effekte mit erzeugen. Also wenn man denn. Okay, ja. Wo wir gerade bei coolen Effekten sind. 40 Watt sind einfach zu viel für Ornamente auf dem Kopf. Das geht nicht. Halleluja. Aber das ist jetzt echt nicht mehr schön. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, aber konnte es mir gerade noch verkneifen. Weil ich glaube nämlich, dass hier die ganze Fläche irgendwie luminiert. Jetzt müsste ich mal testen, ob ich jetzt das da einstöpsel, ob das dann besser wird. Oh, super, Smith. Ja. Ach, guck mal, so sieht es gleich viel besser aus. Ja, diese Emissive Shader sind eigentlich total toll. Andreas kann ja eigentlich eine ganze Menge zu erzählen. Ja, Ithildil. Gott, den Namen schaffe ich nicht mehr. Der hat das schon oft verwendet, hat auch schon ein paar Tutorials bei uns ins Forum reingestellt, wie man etwas zum Leuchten bringt. Wie man einen Surface-Bereich zum Leuchten bringt, heißt es. Da hat er das gut erklärt, wie man die anwendet. Ich habe am Anfang auch ziemliche Probleme damit gehabt, muss aber inzwischen sagen, dass ich die verdammt cool finde. Weil die halt einfach
so universell einsetzbar sind. Also, wenn man hier bei Luminance noch die Transmap mit reinsetzt. Airtel Deal, ja, mein Gott. Aber weißt du, wie schwer das auszusprechen ist? Nein. Ich gebe mir ja Mühe. Ich versuch's. Also, wir haben ein leuchtendes Etwas. Das ist ziemlich cool. So. Ich würde sagen, wir können Geometry Shells. Ja, Biolumineszenz zum Beispiel. Hatte ich auch gerade so dran gedacht, weil wir vor ein paar Wochen dieses Unterwasser-Thema hatten. Dass man da bestimmt mit den Shells auch noch schön rumspielen und leuchten kann. Das Schöne ist halt jetzt mit dieser Technik, du hast halt die Möglichkeit, dein ganz normales Modell, was an sich hübsch ist, zu benutzen und es mit Spezialeffekten noch auszustatten. Wie gesagt, sei es jetzt hier die Ostereier-Alufolie, die du noch mit draufsetzt, oder ein Leuchten, das von irgendwo herkommt. Man kann jetzt zum Beispiel auch einfach Knöpfe in einem Raum beleuchten. Wenn du jetzt einen fertigen Science-Fiction-Raum hast, sage ich mal, und der jetzt nicht direkt schon mit einem Emissive-Shader von sich aus leuchtet, sondern vernünftig sauber texturiert ist, hast eine Shell drauf und dann kann der leuchten. Was ja dann auch bei Animationen wieder cool ist. Wo ich eigentlich auch noch dran sitzen sollte und Tutorial schreiben. Aber wo ich es mir da gerade hier habe, das mit dem Animationstutorial wird vor Ostern nichts mehr. Also ich habe es versucht, aber ich schaffe es im Moment nicht. Weil es einfach zu viele Bugs gibt. Ich habe versucht, eine Animation zu machen und die geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Da ist ein riesen Bug in der Animationssoftware drin und ich kriege ihn nicht umgangen. Und es gibt auch keine Lösung dafür und das scheint sich seit Versionen nicht darum zu kümmern. Deshalb muss ich das Ganze ein bisschen verschieben. Jetzt kommen natürlich auch die Osterferien dazu, wo ich ohnehin nichts machen kann, weil ich den ganzen Tag Familie im Haus habe. Also wird das Animationstutorial bis nach Ostern warten müssen. Tut mir ein bisschen leid, aber es lässt sich halt nicht vermeiden. Tjo. Lumineszenz. Seht ihr? Ich kann's noch. Es klappt. Ja. Wenn ihr weiter keine Fragen habt, dann denke ich mal, ist es auch das für heute. Ich denke mal, man kann mit diesen Funktionen, so wie ich sie jetzt erklärt habe, es ist ja nicht viel mehr. Du machst das an, legst einen Shader drauf, kannst es hin und her schieben. Ich bin gespannt, was ihr draus macht. Ich würde mich über ganz viele Bilder freuen in der Galerie. Und wenn noch Fragen sind, gerne ins Forum. Da können wir sie dann beantworten. Ja, und mal schauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das umsetzt, was wir heute hier gemacht haben. Und den anderen, die nicht dabei sein konnten, zeigt, wie witzig und cool diese Funktion doch ist. Dein Rechner will nichts Aufwendigeres rechnen. Hör bloß auf. Meiner auch nicht. Der stürzt ja auch ständig ab, wenn ich versuche, Animationen zu machen. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es nur am Rechner liegt oder ob es nicht vielleicht auch an dem Bug liegt oder ob es an der Person vor dem Rechner liegt. Das kann natürlich auch sein. Wie das immer so ist. So, ja, du machst dich an die Dreipunktbeleuchtung und ich mache mich ab auf die Couch, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr alle zugeguckt habt, dass wir so viel diskutieren konnten. Das war wirklich, finde ich, am tollsten daran, dass man halt wirklich sich direkt austauschen kann. Und wie gesagt, Bilder, Bilder, Bilder und wer mag, sieht mich morgen früh wieder, wenn ich an der Arbeit bin. Nächste und übernächste Woche wird es keinen Themenstream geben. Da mache ich Urlaub mit den Kindern, wie gesagt. Jo, und dann tschüss, schönen Abend noch. Bis bald.